Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin der Stefan und heute zeige ich euch einen meiner Favoriten, den Zebra Otocinclus. Otocinclus ist vielleicht den ein oder anderen von euch ein Begriff. Dabei geht es um Harnischwälse, Orchidea-Harnischwälse. Und der Zebra Otocinclus ist auch der Otocinclus cucama. Der kommt aus Peru, also aus Südamerika, und der zurzeit gängigste Importort ist der Rio Tigre. Auf den ersten Blick ist das auch einfach ein Orchidea-Harnischwälz. Die Größe ist ähnlich dem ganz normalen, Otocinclus affinis, aber dieses tolle Zebramuster, dem er auch seinen Namen verdankt, ist ganz charakteristisch für die Art. Außerdem sind sie ein klein wenig größer als der normale Otocinclus. Die Weibchen sind dabei die größeren Tiere, die schaffen so circa 5, vielleicht mal 5,5 cm. Die Männchen bleiben ein bisschen kleiner. Das Verhalten ist auch arttypisch, die wollen in der Gruppe sein. Leider sind die Zebra Otocinclus ein bisschen teurer wie die normalen. Deswegen machen es die meisten Kunden bei uns so, dass sie zusätzlich zu ihrer Gruppe normaler Otocinclus ein paar Zebra Otocinclus als Draufgabe dazusetzen, quasi als Highlights. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. Gut wären Gruppen 10 Tiere plus. Es geht natürlich auch ein bisschen weniger, es hängt natürlich von eurer Aquariengröße ab. Aber wir merken das sehr in unseren Verkaufsbecken. Die sind 80-40-40, also 120 Liter, sind die Tiere deutlich entspannter, wenn wir noch so 25-30 Tiere in den Becken drinnen haben. Und umso weniger Zebras, Ottos oder auch ganz normale Ottos wir in unseren Becken haben, umso unruhiger werden die Wälse und umso eher ziehen sie sich zurück. Das heißt auch ihr, wenn ihr daheim überlegt, welche anzuschaffen, größere Gruppen tun den Tieren gut, denn dieser Schwarm schützt das Tier in der Natur, deswegen schützt es ja auch zumindest geistig im Aquarium, und dann sind die Fische einfach relaxter bei euch daheim. Für die Otos, auch für die Zebra-Otos, aber gilt jetzt mal für alle Otocinclus, würde ich euch zumindest ein 60er Becken raten. Größer ist natürlich immer besser, denn dann könnt ihr auch größere Gruppengrößen, was ja wieder Tolles für die Fische nehmen. Aber auch in einem 60er Becken dürfen es ruhig 6 bis 10 Otos sein, das ist gar kein Stress. Wie gesagt, könnt ihr auch Arten mischen. Beim Layout ist allerdings noch was Wichtiges zu beachten, und zwar wollen die Otos sowohl exponierte Stellen, also Dekoration oder Blätter, auf denen sie sich ablegen, die sie so nett absaugen oder abnuckeln können, aber sie wollen auch Rückzugsorte haben. Das heißt, ihr braucht auch dicht bepflanzte Bereiche, vielleicht mit ein bisschen größeren Blättern, wo die Fische auch ganz entspannt dazwischen passen, also nicht so ein Moospolster oder so, sondern so wie jetzt zum Beispiel hier die Bulbitis-Blätter oder Wasserkelche, die einfach, also wo ausreichend Platz ist für den Fisch, der ja so 5 cm hat, wo er also auch entspannt reinschwimmen kann, wenn er mal Schiss hat. Bei den Wasserwerten gibt es auch beim Otocinclus, also beim Otocinclus cucama, keine großen Überraschungen. Als Südamerikaner freut er sich ganz grundsätzlich über weiche, saure Konditionen. Da haben wir mit Aquascaping Heimvorteil, dank Soil und CO2 haben wir generell saure Konditionen, also einen pH-Wert mit 7 oder darunter, seid ihr schon mal auf der sicheren Seite. In der Literatur habe ich so Empfehlungen gefunden von pH-Werten ab 5,0 bis 7,4. 5,0 hatte ich selten in meinem Aquarium, kann ich euch keine Erfahrung darüber berichten, aber mit Säulen und CO2 befinden wir uns im sauren Milieu, das passt dann schon. Bei der Härte, same game. Umso weicher, umso besser. Das heißt, wenn ihr Osmosewasser habt und mit Aufhärtesalzen arbeitet, dann wird das sowieso, wenn es um ein Pflanzenaquarium geht, nicht zu hart ausfallen. Aber auch wenn ihr Leitungswasser verwendet, also bis zu ca. 10 bis 14 Grad Gesamthärte, akzeptieren die Tiere sehr, sehr gut. Ähnlich schaut es auch bei der Carbonathärte aus, da sind sie nicht besonders heikle Kandidaten. Die Temperatur allerdings sollte nicht zu warm werden. Also ich habe ein bisschen gegoogelt, und im Internet sind sich die Leute nicht so ganz einig. Mein Empfinden ist immer bei den Otocinclus, so ab 26, 27 Grad sind die Tiere nicht mehr so vital und werden eher ein bisschen nervös. Hier bei uns schwimmen die Fische so auf 24, 5 bis 26 Grad und da zeigen sie schön vitales Verhalten und sind auch sehr entspannt im Aquarium. Zum Thema Ernährung. Bei Otocinclus ist das immer so eine Sache, sie sind ganz grundsätzlich Aufwuchs- und Algenfresser, das heißt, sie sind eine Cleaning Crew in eurem Aquarium. Das ist eine feine Sache, machen Steine, Wurzeln und Scheiben sauber, auch Pflanzen. Was aber wichtig zu wissen ist, sind kein guter Erstbesatz.
Also für gewöhnlich gehen Otocinclus nicht so richtig an Tabletten oder auch an Frostfutter ran und ignorieren das eher. Das heißt, sie sind auf den natürlichen Aufwuchs in eurem Aquarium angewiesen. Und gerade wenn das Aquarium noch ein Baby ist, also noch in der Einlaufphase, ganz frisch, dann hat man immer so starke Schwankungen und dann hat man vielleicht mal kurz sehr viele Algen und dann aber gar nichts, weil ihr alles richtig pflegt und dann sitzt der Otocinclus mal kurz am Trockenen und wenn er dann kein Futter annimmt, dann geht es ihm nicht gut. Deswegen bitte setzt Otocinclus nicht zu früh in eure Aquarien, ganz egal, ob das jetzt der normale oder der Zebra-Otocinclus oder der braune Otocinclus ist, dann bitte wartet ab. Wir empfehlen immer so ab 8 bis 10 Wochen ist ein guter Zeitpunkt, weil dann Aquarien einfach schon stabil laufen. Allerdings ist mir bei den Zebra-Otocinclus schon immer wieder aufgefallen, dass die auch sehr gerne an tiefgefrorene Artemien rangehen. Allerdings ist das nicht immer so. Ihr müsst also bei euren Zebra-Otos dann mal testen, ob tiefgefrorene Artemien für die als Futter attraktiv sind oder nicht. Ganz grundsätzlich würde ich mal nicht davon ausgehen, dass die an Futter rangehen, das ihnen reinschmeißt. Zum Thema Vermehrung, da sind die Orgitterhane-Schwälze allesamt leider ein wenig undankbar. Auch der Zebra-Otocinclus ist leider keine Ausnahme dabei. Wenn ihr euch Tiere holt, geht mal lieber nicht davon aus, dass die bei euch Nachwuchs bekommen. Es gibt vereinzelt Berichte, dass die auch im Gesellschaftsaquarium Eier legen und dass die Jungtiere sich auch gut entwickeln. Allerdings ist das wirklich die Ausnahme. Was da der Auslöser dafür ist, dass sich die Tiere bei euch vermehren, kann ich euch leider nicht sagen. Ich hoffe, das Video konnte euch diese wunderbaren kleinen Orgitterhane-Schwälze ein bisschen näher bringen. Ist einer meiner Favoriten und noch dazu macht euer Aquarium sauber. Wir sehen uns, bis bald.